Ja, sehr geehrter Herr Ranjan, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Eröffnung der Ausstellung Mahatma Gandhis Peace March through Bihar, The Photographer's Account. Die Bilder wurden von dem gelernten Maler und studierten Fotografen Jagan Mehta aus Ahmedabad aufgenommen. Als dieser Gelegenheit hatte, Mahatma Gandhi im März 1947 für 10 Tage aus nächster Nähe zu fotografieren. Obwohl Gandhi ein gespaltenes Verhältnis hatte zu Journalisten, Kamerateams und Fotografen, gestattete er Jagan Mehta, ihn auf seiner schwierigen Friedensmission im nordindischen Bihar zu begleiten. Hindus ermordeten Moslems, Moslems ermordeten Hindus. Und mittendrin bemühte sich Gandhi mit den Waffen der Nächstenliebe und Toleranz, ein Ende der brutalen Gewalt zu bewirken. Es gelang ihm schließlich, aber er bezeichnete diese Mission als eine der schwierigsten, die er zu bewältigen hatte. Vereint resultierten Jagan Mehtas Auge des Malers und das Handwerk des Fotografen in visuellen Kompositionen mit viel Gefühl und Poesie. Es war ihm möglich, in sehr persönlichen Aufnahmen Gandhis innere Aufruhr sowie dessen Mitgefühl und Anteilnahme im Bild festzuhalten. Nach der Unabhängigkeit lehrte Jagan Mehta Fotografie im CN Fine Arts College in Ahmedabad und wurde Gründungsmitglied der bedeutenden Fotografenvereinigung Niharika. Mehtas Fotos wurden in Indien und im Ausland ausgestellt und sie erzielten zahlreiche Auszeichnungen. Erstmalig wird nun eine Auswahl seiner Motive von Mahatma Gandhis Friedensmarsch in Deutschland präsentiert. Jagan Mehta starb 2003 im Alter von 94 Jahren und ich hatte das Glück, mich in den letzten Jahren seines Lebens mit ihm ein paar Mal über seine Fotografie und seine Zeit mit Gandhi unterhalten zu können. Wie bei so vielen hat die Begegnung mit Gandhi auch bei ihm einen erheblichen Einfluss auf sein weiteres Leben gehabt. Seine künstlerischen Arbeiten, wie auch sein privates Umfeld, waren von den Idealen Gandhis geprägt, was auch in der nun folgenden 12-minütigen Dokumentation deutlich wird. Der Ausschnitt stammt aus einem Bericht des indischen Fernsehens über Jagan Mehta und ist in Gujarati abgefasst. Und auch wenn man Gujarati nicht versteht, geben die Bilder einen guten Eindruck in die beeindruckende, einen guten Einblick in die beeindruckende Persönlichkeit von Jagan Mehta. Zum Glück haben wir aber einen Übersetzer heute bei uns, der den Text von Gujarati simultan ins Englische übersetzen wird. Ich wünsche Ihnen nun gute Unterhaltung bei dem kurzen Film und würde mich freuen, wenn Ihnen die Ausstellung gefällt. Dankeschön.